Nein, aber einfach geil, Oma, Leute. Gunship! Go, komm, go, 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 go! Warte, kann ich das hier reparieren? Oh. Wie klar war das denn? Ah, cool, dass ich hätte schießen können. Alter! Ja, ich sollte mal höher fliegen, sonst killt er mich noch. Ja, komm schon. Also mir wird angezeigt, dass ich Schaden mache, aber ich sehe irgendwie nichts. Ja, ich habe Schaden gemacht. Der war knapp. Junge, Junge, Junge. Abgeschossen, abgeschossen, abgeschossen. Jetzt heißt es hier erstmal Boden zu gewinnen. Oder gut zu machen. Gut, der ist down. Jetzt hat mir ganze 0 Punkte eingebracht, dass ich das zerstört habe. Und den Gegner sehe ich auch nicht mehr. Warum habe ich jetzt eigentlich keine Punkte gekriegt für den Panzer gekriegt? Tja, das ist ein Mysterium. Ach komm! Ich bin voll ungewohnt hier, irgendwie zu fliegen. Immer diese blöden kleinen Maps oder TDM. Tja, selbst schuld, wenn man sowas da und zockt. Ja, Hit, 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 Hit. 2 Hits hier. Ich finde es sogar halbwegs authentisch gelungen hier mit den. Ja, komm, vergiss es. Mit den ganzen Schiffen da, die ja auf dem Meer sind. Zerlegt! Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Verdammt. Puh, das war knapp mit den Flares. Hier ist bestimmt noch irgendwo jemand, was? Ja, Leute, unser Punkt wird eingenommen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Aber den Punkt nehme ich, den Punkt nehme ich, den Punkt nehme ich. Oh, 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 oh. Panzerfaust weiche ich aus und fliegt dann natürlich direkt in die nächste Palme. Ja, jetzt kriege ich doch langsam Frame-Einbrüche auf 20. Stirb! So klar. Kaum treffe ich, ist die Muni leer. Merci beaucoup. Alter, das macht richtig geil. Oh, 2 da. Da macht es noch mehr Spaß. Hier ohnehin schon geil mit dir zu spielen. So, ein weiterer Tank, der zerlegt werden möchte. Bestimmt kommt gleich der Tank, dreht sich um und killt mich hier mit einem Schuss. Auf geht's. Ja, Hilfe bei Kill natürlich nur. Schade, schade, schade. Erfasst werden ist nie gut. Ich hau da mal ganz geschwind ab. Wer schießt da auf mich, verdammt? Ein Heli? Ein Jet? Ein Panzer? Ah, eine Havoc oder was? Was ist denn hier sehen? Na komm, ich kann dich auch anlocken. Nein, kann ich nicht, ich bin zu weit weg. Och, komm! Der Mann, das ist so eine bescheuerte Luftabwehr. Ich muss kurz runter. Health Regeneration. Da hilft nix. Reparaturen fordern. Naja, kommt eh keiner. Aber Health regeneriert sich langsam. Ja, jetzt geht's los. Mit Muni leer. Oh, wow, warte, kommt ein neues Ziel. Das sieht cool aus. Zum Zerlegen. Oh, komm, dich krieg ich noch. Zerlegt. Also, die Quads sind irgendwie schon geil, aber
Man kann sie richtig leicht zerlegen. Umfeldscan. Ich weiß, ihr habt noch nicht alle Updates gehabt. Upgrades. Nicht Updates. Für den Heli hier. Ach, der ist schon down. Das kommt mir entgegen. Das kommt mir verdammt entgegen. Wie er auf mich geballert wird mittlerweile. Ach du Schande, Alter. Aber das Game ist geil. Mit Armored Kill hat Battlefield 3 wirklich die Größe erlangt, die ich immer gehofft habe, die es mal bekommt. Also ich meine, ganz am Anfang, die ersten 150 Stunden, danach Karkant, war auch schon gigantisch, aber dann mit Close Quarters war ja nicht so, kann man ehrlich sagen. Auch wenn ich es mal schon mal gerne spiele, wie gesagt, aber nee. So, ich warte noch, bis er auf 70% ist, dann gehe ich ihn hoch. So lange fail ich daran, eine Palme abzuschießen. Och nö! Komm, wenn die Schüsse treffen, zerlegt er sich. So, treffe ich gerade den Typen oder den Panzer? Oh, da scheint eine Luftabwehr irgendwo zu sein. Deswegen haue ich lieber mal ab. Echt, die mobile Luftabwehr, die geht mir ganz schön auf den Senkel als Helikopterpilot. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja, kampfunfähig, kampfunfähig. Komm her. Ist gleich tot. Was? Ich hab doch Lerske rausgehauen. Verdammt, ich muss raus. Jetzt wird's kritisch. Meine super KD, echt gute KD. Und jetzt habe ich erstmal hier Probleme, hoch zu überleben, ne? Gut, der ist hinter den Hügel. Krieg ich den da vielleicht? Yeah! Komm, das nehme ich auf, das nehme ich auf. Yeah! Geil. Würde es, ich habe nur noch zwei Schüsse. Ja, toll. Nein, ich muss beim Rechten bleiben. Kann ich nicht. Schade, aber rechts wäre noch die Luftabwehr gewesen. Also, das war die Luftabwehr. Geil ist auch, wenn du auf den einen schießt, der macht den Rauch und dann kommt die Kugel trotzdem noch und schießt den anderen aber ab. Hey, der hat sogar mal Lichtrauch an. Cool. Abgeschossen hier. Kabam. Ich könnte aber sagen, ich brauche Ammo. Need Fire Support. 1711. 5800 Punkte. Boah, sieht das einfach geil aus, Mann. Beziehungsweise die Wolken da hinten, die könnten doch schon höher aufgelöst sein. Kleiner Kritikpunkt hier mal an DICE. Auf geht's, Javelins raus, Javelins raus. Gut. Ja, möchte nicht noch irgendjemand anvisiert werden, der da oben zum Beispiel. Noch richten nicht. Ah, jetzt richten. Ja, komm, Leute. Ich kann ja nicht ewig anvisieren. Vor allem nicht, wenn du so weit oben gehst. Oben gehst. Ist! Gute Güte! Ist mir auch egal. Wasser! In der Wüste! Unser Überleben ist gesichert, irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir fangen langsam hier mit dem Spawn-Rape an. Oder brauchen wir Zeit! Verdammt! Gut, der Chopper ist down. Hat sich down gegradet. Gibt's hier irgendwo Ammo? Ist doch irgendwo Ammo, steht hier auf der Karte. Das ist ein Health Pack. Supporter sind echt Mangelware, weil was willst du damit? Eigentlich sind Pioniere hier wirklich die Klasse. Kann man ja gar nicht anders sagen. Was willst du mit einem mit was anderes als ein Pionier anfangen?
Gut, es gibt schon noch ein paar Klassen, die man nutzen könnte. Man kann die Klassen auch noch nutzen. Ein paar. Eigentlich alle. Recons zum Beispiel. Ha! Bäh! Der hat sich nicht rechtzeitig in Schlamm gebracht. Also aus meiner Range. Ne, der nächste Roadkill ruft. Ah, ich glaube, er ruft nicht so, wie ich gerade fahre. Da ist er. Hello. Ach komm. Na, oh, Hilfe bei Kill. Nur ich zu blöd bin, den umzu. Ah, Moni! Moni! Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Ach, das bin ich, der hier läuft. So, damit mein Squad nicht despawn, respawnt. So, Munition, glaube ich, voll. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Aber jetzt kann ich wieder auf Panzerjagd gehen. Lalalala. Ja, wenn ihr drauf wollt, dann müsst ihr das sagen, Leute. Trollololololol. Ja, jetzt habe ich den einen schönen fetten weggedrollt, sozusagen. Also dieser Trollolo-Song ist schon ein Ohrwurm. Allererster Kajüte. Ja, bleib stehen, ich hab Quad. Bin viel cooler. Boah, Alter, in der Wüste hier. Mit den Sprüngen, das bockt sich schon. Auch wenn es hier gerade nicht so geil springt. Aber jetzt bleib ich. Falsch! Ich bin falsch! Wo ist er, wo ist er? Ist er explodiert oder ist er ausgestiegen? Keine Ahnung. Ich laber auch schon viel zu wenig. Ich sag die ganze Zeit gar nichts. Irgendwie ist das hier verdammt schwer auf der Map, finde ich. So konzentriert, so überwältigt vor allem gerade am Anfang noch. Über die geilen Dimensionen, die riesigen Ausmaße hier dieser Karte. Wirklich saumäßig viel Scheiße bauen kann. Einfach geil. Also, wer von euch hier noch keinen Armored Kill hat, beziehungsweise Battlefield 3, auf jeden Fall Armored Kill kaufen, beziehungsweise die Battlefield 3 Premium Edition für 60 Euro mit Battlefield 3 und natürlich Battlefield Premium. Für 60 Euro ist es eigentlich durchaus sehr angenehm, angemessener Preis eigentlich. Weil alle 5 Map Packs und dann halt das restliche. Alter! Der hat wieder aufgeschaltet, bevor. Was hat das? Sofort Rauch! Obwohl ich sofort wieder draufgeknallt habe. Finde ich ein bisschen unfair. Also, ne? Ich brauche einen Helikopter. Ein Helikopter. So lange kann ich aber hier Luft mal ein bisschen anpassen. Hier, Beobachtungshubschrauber. Was haben wir denn hier? Wärmesucher. Stealth. Gurtgeschwindigkeit. Gurtgeschwindigkeit. Auf jeden. Aber auf jeden. Komm, geh mal hier rein. 4. Hallo? Reparieren. Du Vogel. Dann repariere ich halt dich hier. Wenn du auch abhaust, hey. Sehr schön, der bleibt stehen, der bleibt stehen. Das nenne ich vorbildlich. Das Blöde ist, für einen Auftrag brauche ich Squad-Reparatur, glaube ich. Oder ich muss mich vom Squad reparieren lassen, ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls nicht nur normalen. Ich bin ziemlich sicher. Keiner Sofa? Nein? Schade. Ich schnapp dir einfach mal hier ein paar Punkte weg. Sonst wird er noch gekillt. Ich sehe gerade gar keinen Health-Balken, Lebensbalken. Lebenspunkt. Was macht denn der da hinten? Oh, langsam artet es doch im Base-Rape aus hier. Aber es sind halt auch sonst keine Gegner da, was soll ich machen? Cool wäre natürlich jetzt vom Admin nochmal kurz alle von unserem Team töten. Team töten! Warum nicht in K reinbringen? Team töten? Das laber ich. Yeah! Zerlegt. In 3, 2, danke.
Für zwei Punkte nicht, die wir bis vor kurzem noch hatten, und sofort haben die hier das Gunship. Die setzen gute Priorität, was muss man so sagen. Ey, der neue Panzerkiller. Beim Panzerkiller habe ich immer noch die Hoffnung, dass er keinen Rauch hat. Tja, ne. Wenn er aber schon hat, habe ich Pech gehabt. Boah. Ich krieg die nicht. Keine Chance. Schade. Ich habe gehofft, dass er jetzt Rauch auslöst, weil ich ihn schon anvisiert habe. Komm, den kriege ich, wenn er raus auch Rauch auslöst. Toll, ja. Nein! Wie viel Leben hatte der noch da vorne? Der war noch tot. He was about to die. So, 3000 Tickets. Ich denke, das geht deutlich schneller runter als bei Metro. Metro. Multikill. Yay. Echt, diese Außensitzplätze sind sowas von scheiße. Ach, da drüben ist er. Du glaubst nicht, dass hier auch Leute von uns rumstehen? Nein? Na, schade, ich wollte ihn gerade noch reparieren. Aber ich will lieber in einen Quad rein. Quads for the win. What the fuck? Also aussteigen, wenn es abgeschossen werdet, ist super. Schafft fast nie jemand oder nicht schnell genug. Ich hätte das Gefühl, gleich stürzt das Haus ein und ich sterbe. Wer hat noch dieses Gefühl? Meldet. Yeah! Knife Kill. 573 oder sowas. Schon krank. Tell ihn, erster Kill fast mit. Ja, komm, zwei Schüsse getroffen. Drei. Der Helikopter scheitert auch noch dran. Danke. Wer snipert, du sniperst. Sehr schön. Auf der Map hier völlig legitim. Trifft eh kein Schwein. Boah, die Flares gesehen. Habt ihr die Flares gesehen? Kranker Scheiß. Ah, der ist über mir garantiert. Und hier muss ich nicht. Muss ich hoch. Ich hoffe, der hat kein gutes Headset. Aber er muss doch nicht unbedingt vorher sterben. Knapp daneben. Dose nur, knapp verfehlt. Ja, schafft das. Hintenrum, du Vogel. Vor allem, warum will der da hinten oben drauf? Ja, 50% Leben noch. Ist doch geil. Bis ich da bin, hat sich dieses Leben eh wieder regeneriert. Aber ganz ehrlich, mit den Quads hier rumzujumpen, da ist mir dieses Land sowas von Scheibenkleister egal. Aber wenn mir Punkte weggenommen werden, das finde ich nicht so gut. Yeah!